Hallo Leute, ich möchte euch heute eine ROM für das Galaxy Geo vorstellen. Es ist eine iDroid OS ROM. Die ist nur fürs Geo, glaube ich. Und ja, hier seht ihr es. Es ist ein iPhone Style. Und das könnt ihr euch aus dem Internet runterladen. Ja, und den zeige ich euch heute mal. Hier, also auf jeden Fall erstmal die Kamera, die geht auf jeden Fall. Videokamera funktioniert auch. Und ja, hier seht ihr schon mal den Lockscreen und hier das Menü. Also das ist der iLauncher und den müsst ihr euch noch installieren, damit das wirklich richtig echt aussieht. Da habt ihr einmal eine Notification Bar und euer sowas wie WLAN an und aus und sowas. Hier in den Einstellungen seht ihr, es ist wie das iOS-Feeling. Schaut euch an, richtig geil, aber halt nur in Englisch. Da seht ihr nochmal, welche Version ich drauf habe. 2.3.7 und JoJo's CN. Hier unten kann man nochmal ein paar Sachen sehen, wie Statusinfo und so weiter, Batterie, Power. Und ja, hier, damit ihr das wieder oben, also ihr seht ja da, wo die Statusleiste ist, da wo Telekom und alles steht bei mir, das könnt ihr, müsst ihr noch extra einstellen, damit das auch wirklich so aussieht. Ihr geht einmal auf Statusbar Settings, ne? Und dann stehen da diese orangenen Dinger. Die sind am Anfang, wenn ihr es installiert habt, alle aus. Ja. Da könnt ihr es nochmal sehen. Also so sieht meine Statusbar oben aus. Original wie das iPhone. Ja, ist auf jeden Fall richtig geil gemacht, richtig geil, und jetzt zeige ich euch einmal, wie das geht. Ihr müsst, also bei euch sieht das so aus. Ein Moment, ich mache das jetzt einmal aus. Also bei euch sieht das, Moment, bei euch sieht das so aus, anfangs, sieht es bei euch so aus. So, und dann müsst ihr einfach bei Statusbar, geht ihr einfach auf Notification Roll, alles auf Orange, beide, und dann sind alle auf Orange automatisch. Und dann seht ihr oben, euer Notification Status Bar ist genau wie iOS. So, der Musikplayer wurde auch original nachgemacht. Kalender wurde auch original nachgemacht, wie ihr seht. Und ja, ist auf jeden Fall recht nice gemacht. Nice. Ja, hier haben wir nochmal Notizen. Könnt ihr auch schreiben, die Tastatur wurde original nachgemacht, da habt ihr sie. Also ist schon recht nice. Aber es geht halt nur alles in Englisch. Da habt ihr nochmal diese Suche und unten habt ihr nochmal diesen sogenannten Task Manager. Könnt ihr auch einfach eure aktiven Anwendungen alle löschen. Ja, dann hätten wir noch einen schönen netten Kompass, ist auch recht geil. Schön nachgemacht. Da seht ihr das. Und ja. Ist halt nicht so interessant, aber Ordner könnt ihr natürlich auch erstellen. Anfangs, wenn ihr es installiert, ist der Aspire Launcher drauf. Der ist halt nicht so schön wie der iLauncher. Der Rechner wurde natürlich noch original nachgemacht. Finde ich auch ganz gut. Braucht den natürlich auch manchmal. Internet Browser ist auch gut nachgemacht und Telefon hier auch gut nachgemacht. Internet Browser zeige ich euch einmal kurz. Da, ja, Aspire Browser ist schon automatisch installiert. Hier geht auf Suche und sucht er. Da oben seht ihr das wie bei iOS, aber jetzt ladet die Seite nicht, weil ich schlechtes Internet habe. Ich wurde wieder runtergestuft und ja. Ich werde von der ROM, also der iOS-ROM, den Link in die Beschreibung setzen. Hier seht ihr nochmal, wenn ihr euer Handy aufladet, dass ihr mit Batterieanzeige habt. Also beim Lockscreen. Seht ihr das? Das war's dann auch wieder und ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Schreibt mir doch in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat und like mein Video doch. Abonnieren und so weiter und so fort. Ciao.